Das ist fast schon wie ein Déjà-vu hier. Meine Lieben, ich bin wieder unterwegs in Malaysia. Diesmal nicht allein, zusammen mit Kim, früherer Klassenkameraden von mir. Und wir sind gestern gelandet, nach 19 Stunden sind wir endlich da, in Kuala Lumpur. Noch fix ein Hostel genommen, erstmal anderthalb Stunden zu spät gekommen zum Einchecken, aber hat dann noch alles funktioniert. Ja, ich bin jetzt kurz vor 12 aufgewacht, 12 Uhr war Checkout. Ich habe erstmal das Hostel um 2 Nächte verlängert, war kurz zum 7-Eleven, Zahnbürste geholt, Zahnpasta geholt, dies, das. SIM-Karte und Geld im Flughafen direkt geholt. Recht günstig eigentlich, 12 Euro für unlimited einen Monat Daten. Ganz nice. Ich warte jetzt noch, bis sie fertig ist mit Duschen und fertig machen. Und dann geht es wahrscheinlich erstmal das Essen. Ich habe mega Hunger. Und dann gucken wir mal, was uns heute so erwartet hier in Kuala Lumpur. Bin gespannt. Ja, mal gucken. Erstmal wieder ein bisschen reinkommen in das Game. Habe jetzt schon länger keine Videos mehr gemacht, weil in Deutschland ist ein bisschen öde. Und dann bin ich mal gespannt, wie es so wird. Let's go. Erstmal was essen. Auf was hast du so Bock? Gar nichts. Gar nichts? Hast du keinen Hunger? Can you make a dragon fruit banana? You want the dragon fruit and banana? Yeah, that's very nice. Thank you. Ja, ich liebe Banane, da muss Banane rein. Köstlicher Bananen-Drachenfrucht-Smoothie. Und jetzt schauen wir noch mal was zu essen. Schön modern lokal eingelaufen hier. Ich habe mir das hier bestellt im Medium. Mal gucken, wie es wird. Und Kim die Suppe hier. Schauen wir mal. Thank you. Eistee. Ja, kalter Tee halt. Lecker Soup. Es regnet und regnet. Kage. Let's go. Hier ist ja wie Kasse Wilmshöhe. Jetzt sind wir hier in den Park angekommen und laufen jetzt hier mal ein bisschen durch. Thank you.
Ja, dann machen wir jetzt schön im Orchidation Garden, im allgemeinen botanischen Garten von KL. Jetzt auf dem Weg zum Hostel, dann eine Runde duschen gehen und auf den Nachtmarkt natürlich. Ich brauche nochmal einen Bananenmilchshake und ich brauche meine verkackten Hähnchenspieße, sonst raste ich komplett aus. Ich habe noch gar nicht so viel geredet zur Crowd. Vielleicht muss ich auch erstmal ein bisschen ankommen. Vielleicht ist es einfach wieder die... Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen aufgeregt. Orange Juice is in the house. Hier gibt es wohl ein kleines Wasserproblem. Yeah, thank you very much. 11 okay. Was right, yeah? Thank you. Bye bye. Bye bye. Okay, wir gehen jetzt in Einkaufszentrum rein. In das hier. Weil ich habe meine Schutzkappe für die Drohne verloren. Und jetzt gucke ich mal, ob sie hier im DJI Store vielleicht eine haben oder eine besorgen können. Ja, find mal hier den Laden, in den du rein möchtest. So, ich war gerade eine neue Schutzkappe holen in dem DJI Store für meine Drohne. Die habe ich nämlich vergessen. Da meinte Kim gerade so, hier hört sich an, als ob hier eine Achterbahn lang fährt. Dachte ich mir so, Digga, halt der Maul, ich fahr doch keine Achterbahn lang. Aber hier, da steht halt einfach eine Achterbahn im scheiß Einkaufszentrum. Oh, hier müssen wir mal hin, wenn es früher ist, ey. Einmal Achterbahn fahren muss drin sein. Die brettern dir ja direkt vor der Nase lang hier. Ich bin auf der Suche nach ein paar Unterhosen. Aber ich sehe hier nur Socken. Verrückt. Und vor allen Dingen diese absurde Größe immer. Alles vollgeballert mit Plastikschuhen. Schuhe, 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 Schuhe. Gürtels. Noch mehr Gürtels. Ich brauche irgendwie ein bisschen längere Unterhosen, weil ich scheuere mir so ein bisschen die Oberschenkel auf beim Laufen, weil ich schwitze wie ein Berserker. Heftig. Ah, wie hier. We just found socks. Gut. Keine Unterhose gefunden. Zumindest nicht die, die ich wollte. Jetzt geht's ab auf den Nachtmarkt. Bisschen was futtern. Und mal schauen, wo es einen noch so hinführt. I'm a whirling dervish, always twirling turtles. I'm so surface level, don't you look behind the curtains. I'm nervous like I'm Nelly, Kelly's so evil, he's not a person. What a good one consists of, I'm probably not as perfect. It's probably not in my bloodline, my faith lies as far as my fathers allow. But 2,000 tower island, I choose to be an island. I choose to pick up my plans till it all seems folly. But I guess I change that present to the past tense. Like Pap was a bastard, flabbergasted. Pap has a running pattern, polish blooded, nothing matters. Friends out love an ugly dancer, I am part generation violence, part of the nation. I'm hiding from it all till I all become blinding. Kite fly across the sky till the blue turn violent. Mock the passage of the days, days all ever I'm in. Don't feel free to chime in, rather keep you tuned out. Stick with flat drink, sip instead of fizzled out routes. I don't need to go your way. You stand and make that face. Life is made of serious work. Ein bisschen an cool entspannt. Und jetzt geht's dann auch langsam ins Bettchen rein, Leute. Guten Morgen, Leute, aus Kuala Lumpur. Ich bin jetzt mal kurz allein unterwegs, kurz Richtung Shopping District. Ich brauche nämlich immer noch Unterhosen, die scheuern irgendwie, die Dinger, die ich bis jetzt habe. Und ja, mal schauen, ob ich da was finde. Dann noch kurz zum Geldautomaten, ein bisschen Geld abheben. Ohne Bargeld kommt man in den Städten nicht weit. Und ja, dann mal schauen. Anscheinend hat es in der Nacht geregnet, hier ist alles ein bisschen nass. Machen, was ich mir wünsche. So, wir sind auf dem Weg, was zu essen, zu organisieren.
ab in ein leckeres Gasthöfchen und danach geht's auf die Achterbahn. Geilando. Wir waren jetzt was essen, lecker gefrühstückt und jetzt geht's noch zu einem weiteren Straßenmarkt. Der nächste Markt. Ja, hier gibt's Souvenirs, ein paar Klamotten. Plastikschuhe ohne Ende. Down to the ground. Ja, wir gehen jetzt einmal über diese Brücke hier rüber. Dahinter ist noch ein nicer Park. Da gehen wir hin und danach noch ins Einkaufszentrum zum Achterbahn fahren. Das muss heute auf jeden Fall noch geballert werden. So, jetzt sind wir noch im Harmdem drin. Und hier gab es wenigstens anständige Unterhosen, die hier lang genug waren. Cool! Ja! Towers im Rücken, fett shoppen gewesen. War noch kurz im 7-Eleven was zu trinken geholt, war noch kurz weggeknallt. Aber jetzt sind wir hier gerade im Park. Wasser ist nicht an, Türme stehen, Sonne knallt, die Mülltonnen qualmen unter den Linden, heißt unter den Palmen. Oh, Palmen haben wir sogar dahin. Denke mal hier. Also das ist ja mal geisteskrank. Also zu unserem Erwachen, wir haben jetzt Eintritt bezahlt. Ja, Rollercoaster können wir nicht fahren, weil wegen irgendeinem Problem, keine Ahnung. Jetzt gucken wir mal, ob es irgendwas anderes gibt, so in unserer Größenordnung, was wir mitnehmen können, was funktioniert, weil irgendwas muss man ja machen. Tja, Leute, ich fahre halt jetzt hier ganz allein. Mutterseelen allein. Diesen verfickten Ding hier mit. Naja, bezahlt ist bezahlt, der muss auch nutzen, oder nicht? Crazy, yeah! It's not free fall, it's just circling around, so it's very easy. Was it very bad? No, it was cool. Okay. I'm riding a second time. Okay. Radio Olga, Alter, woo! Look at these! Ja, ist entspannt, oder? You spin me right round, baby, right round. Falls ihr mal meine Füße sehen wollte, da sind sie. Füße mit Fußgeschmack. Oh, ich habe gerade echt tatsächlich einen Tropfen abbekommen. Ja, das Dach scheint ja sehr dicht zu sein. Oh, meiner ist aber langsam, ey. Oh, geht ab hier. Oh, 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 oh.
drehen wir uns denn hier? Woohoo! Ach du heilige Kacke! Wer kommt denn auf so dumme Ideen? Alter Schwede, jetzt geht's rund hier! Wow! Yeah! Wow! Vor allen Dingen, weil ich mich nicht festhalte mit den Händen an den Bügeln. Einer abendlichen leckeren Mahlzeit und einem Stück Schokokuchen sind wir jetzt auf dem Weg zu den Zwillingstürmen. Sieht keiner, die Ampel ist grün. Ich mache die in Postproduktion, mache ich die grün. Easy. Geil. Eist Cappuccino, laber nicht. Mit frisch gemahlenen Bohnen. Krass. Aber die Frage ist, also da kommt ja dann Becher von denen, oder? Nicht, dass die mir hier auf die Hand rotzen. Einmal Kaffee bitte. Pfft. Gucken. Geht die hier vielleicht? Insert, Swipe, Tap Card. Tap Card. Oha, was passiert hier? Da passiert was. Oh, interessant. Oh, jetzt kommt Milch. Geil. Thank you.
in den Batu Caves. Jetzt warten wir noch auf einen Grab, der uns zum Straßenmarkt bringt. Dort werden wir dann noch etwas essen. Und dann geht's vielleicht in den Pool, nochmal ins Bettchen. Und heute Abend noch zu einem Tempel. Die Batu Caves waren jetzt nicht so ganz nice. Viele Tiere, viel Müll, viele Menschen. Ich würde da jetzt nicht nochmal hingehen. Da gibt es bestimmt andere Sachen. Also dann lieber durch irgendeinen Park laufen oder so. Das sind halt tonnenweise Affen, die werden alle mit Bananen gefüttert, um geile Bilder machen zu können. Werden tonnenweise an Tauben gefüttert und auf die Hand genommen, um damit Bilder zu machen. Dann gibt es dann auch so eine Cave Villa. Da bin ich aber gar nicht erst reingegangen. Da stand online schon irgendwie, dass es Tierquälerei handelt und so. Muss jeder für sich selbst wissen. Ist jetzt nicht mein Fall. Von daher, ihr habt es ja gesehen im Video. Nicht so geil. Jetzt lassen wir uns erstmal von Grab wieder abholen von jemandem. Da ist er schon. 62 U. Nice. Hello. Oh, nice car. Auf dem Stand, steht No Photos, please. Wo? Hier vorne. Mach ja keine Fotos, mal ein Video. Falls es nicht, wo das Problem ist. I have shoes, thanks. Take just a banana smoothie. Perfect, thanks. Das ist mein Laden hier. Den Laden würde ich mir am liebsten einfach zu Hause hinstellen. Thank you very much, sir. Thank you. You're welcome. Bye bye.